Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Indie-Horror-Game, weil zurzeit, ja, SCP ist ja irgendwie, ne, da funktioniert es ja irgendwie nicht. Es will einfach nicht, dass ich in den Genuss von SCP komme. Aber ich wollte nochmal Danke sagen, dass ihr hier... Sternzeit 204784, das ist ja Deutsch. Durch einen misslungenen Hyperraum. Sorry, das ist Deutsch. Ich verstehe das Spiel. Treiben seitdem manövrierunfähig im Delta-Sektor weit ab von jeder bewohnten Zone. Sowie die zwei Lagerarbeiter wurden durch die Energieentfaltung so stark verletzt, dass sie in den künstlichen Kälteschlaf geschickt werden mussten. Was? Künstlichen Keller? Unsere Energievorräte für die Lebenserhaltung sind mittlerweile ebenfalls stark angegriffen. Oh nein! Wir werden nur noch wenige Tage, mit ein bisschen Glück wenige Wochen durchstehen. Oh nein! Wir sind zu weit von jeder Sonne entfernt, sodass eine Solaraufladung nicht in Frage kommt. Wenn wir nicht bald eine Lösung finden, werden wir hier draußen verhungern oder erfrieren. Oh nein, das wollen wir ja nicht. Logbuch des ersten Offiziers, Sternzeit 204784,92. Nachtrag. Unsere Ortung ist so weit eingeschränkt, dass wir gar nicht bemerkt haben, dass wir auf ein riesiges Objekt zu treiben. Eine Sichtprüfung ergab, dass es sich um eine Station der Lunitrail-Klasse handeln muss. Diese Station seit 200 Jahren nicht mehr eingesetzt werden. Und diese niemals so weit draußen waren. Da können wir sein Partyschiff machen. Von der Station kommen keine Lebenszeichen. Aber wir können etwas Licht in den wenigen Fenstern sehen. Energie scheint vorhanden. Kann man auch schon Käsesahne entdecken? Mit den alten Stationen aus. Er meint, dass die Energiezellen mit unseren kompatibel sind. Ist Energiezelle ein anderes Wort für keine Sahne? Wir versuchen nun, uns direkt an den Maschinenraum anzudocken, um dort die Plasmazellen zu entnehmen. Ich wünsche uns viel Glück. Ja, auf geht's. Sagen wir Hallo. Sagen wir Hallo. Okay, so, ich wollte euch Danke sagen, dass ihr das so hingenommen habt, SCP, weil ich dachte, ihr seid voll die Horrorspiel-Fanatiker, die mich jeden Fehler irgendwie mit einem D-Abo bestrafen. Mouse-Sensitivity, machen wir mal hier, pam, pam, pam. Und Startgame, Space Soccer, es soll irgendwie so wie Slenderman sein, ist jetzt mal so nebenbei, weil ich heute eh nicht so viel Zeit habe. Und ja. Wir laden mal die Daten und vielen Dank nochmal an euch. Das ist, oh Mann, ich würde euch gern jedem in den Arsch kriechen, aber ich glaube, das wollt ihr nicht. Ich habe Angst, dass das Spiel abstürzt. Ich habe da so immer meine Probleme mit Indie-Horror-Spielen. Okay, die Aufnahme läuft immer noch. Puffer Level. Bitte warten. Ich verstehe, was da steht. Puffer Level. Oh Mann, los geht's. Pam! Oh, sieht nicht schlecht aus. Es ruckelt ein wenig. Aber das ist okay. Du bist jetzt in den Maschinen und Angriffshallen des Schiffes. Oh nein! Hinter dir verschlossen, damit keine Giftstoffe zu uns durchdringen können. Okay, dann tu das mal, denn sonst werde ich ersticken. Oh nein, das wollen wir nicht. Pam! E zum Belästigen drücken. Und E zum Belästigen drücken. Tür öffnet. Tür schließt. Siri, Tür schließen. Hallo, Süße. Oh Mann, du hast wunderschöne blaue Knöpfe. Damit wir von hier verschwinden können. Okay, oh Mann, setz mich aber nicht so unter Druck. Ich kann das doch nicht. Tür öffnet sich. Ich nehme jetzt das hier mit und habe die ganze Stromversorgung deaktiviert. Verdammt. Okay, das war die Tür. Okay, wohin wollen wir? Labor, Personalräume, Ablinkbecken. Abklinkbecken. Achso. Abpinkelbecken. Lager. Gehen wir ins Labor. Im Labor ist meistens Stress. Und Stress ist gut für die Verdauung. Oh, seht euch mal diesen Ausblick an. Da ist die Erde. Ich sehe die. Hey, ich sehe dich da. Siehst du? Wink mir mal zu. Ja, danke. So, okay. Und die nächste. Pam. Das Spiel ist auf Deutsch, aber ich habe eh nicht zugehört und weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Tür öffnet. Danke, dass du mir gehorchst. Das ist wirklich wunderschön. Tür öffnet. Nein. Verdammt, ich will jetzt immer, ich habe den SCP-Drang. Weißt du, ich bin jetzt ein SCP-Profi. Ich konnte es euch leider nicht beweisen, aber ich bin eigentlich richtig gut. Ich bin so gut in diesem Spiel. Ich habe immer Türen geschlossen, so rückwärts. Pam. Ist sie geschlossen oder kam da jetzt was? Ach, da ist meine Ausdauer. Taschenlampe haben wir auch. Okidoki. Wir sollen diese Energiezellen holen. Alles klar, alles klar, alles klar. Beste Käsesahne, hallo. Ohne rote Tür. Ist dahinter etwa die Käsesahne, die... Hallo? Da ist doch was. Zutritt verweigert.
Na komm schon. Verweigern mir nicht den Zutritt. Du hast nicht das Recht dazu. Ich hab das Gefühl, wir sind nicht alleine hier. Das Licht geht an. Scheiße, ich hab mein Timer verdeckt. Jetzt weiß ich nicht. Ich nehme 3 Sekunden auf, 4 Sekunden auf, 5 Sekunden auf, 6 Sekunden auf, 7 Sekunden auf, 8 Sekunden, 9, 0, 1 wieder. Was? Scheiße. Okay, gut, egal. Oh, ich sehe es in der Webcam. Ich will jetzt nur ganz kurz, weil ich bin gleich, ich habe auf dem schwarzen Brett in Bremen, habe ich eine Anzeige gesehen, dass da Spieletester gesucht werden. Ich habe einfach mal angeschrieben, hey, das ist so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Battle Kronos oder sowas. Und das ist so ein rundenbasiertes Spiel und ich habe mir einfach geschrieben, hey, ich kenne mich mit solchen Spielen gar nicht aus, ich wäre eine Belästigung eigentlich für euch, aber hier habe ich Pizza umsonst. Ich bin guter Pizzatester. Und die haben gesagt, ja, okay, du kannst kommen, aber nimm deinen Teller mit, okay? So. Ja, ja, ich sehe mich genau um. Da. Was soll ich mit den Energiesignaturen? Soll ich hiermit etwas machen? Ah! Oh Gott! Ah! Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, lass mich durch! Oh, oh! Ja, meine Fre... Oh. Oh. Wir können deine Vitalzeichen nicht mehr empfangen! Was ist da los? Melde dich! Vitalzeichen in your ass, ey! Ich wurde gerade verfolgt von einem Monster, das eine Zahnspange trug. Ganz... Komm, Alter, bin ich erschrocken! Und das Bild sieht auch eklig aus! Komm, Restart. Ich muss noch schnell duschen. Wobei, Spieletester, ich glaube, da muss man sich nicht duschen, oder? Ich meine, die haben Gamer eingeladen. Die wissen, worauf sie sich einlassen. Wahrscheinlich muss man da am Eingang in so eine Schleuse, wo man dann so zugesprüht wird. Und die Leute tragen dann dort irgendwelche Sicherheitsanzüge. Weil die ja Entwickler sind, keine Gamer. Du bist jetzt in den Maschinen- und Angriffshallen des Schiffes. Wir haben die Tür hinter dir verschlossen, damit keine Giftstoffe zu uns durchdringen können. Schnauze! Du bist mir keine große Hilfe. Geh zu RTL und arbeite da weiter. Oh Mann, ich hoffe... Mindestens 10 Plasma-Fusionsstellen mitbringen, damit wir von hier verschwinden können. Mindestens 10, okay, sag das doch gleich. Ich hätte hier, 15 Hände geholt. Was war denn das für ein Ding, das... Monster mit einer Zahnspange. Ich muss mich auch mit ihm so reden. Hallo. Okay, das Monster kam beim dritten, oder? Beim dritten hat's gesagt, hey... Jetzt gibt's... Pain in your ass. Zitat Dietmar Schwarz. Ach ja, Dietmar Schwarz, diese Banausen. Oh, was ist hier? Guck mal. Da sind wir gestorben, oder? Jupp. Ich muss mal ein bisschen aufpassen, ich muss ein bisschen sparen. Hier, zack, öffnen. Aha. Oder auch nicht. Gut, Ich habe nachts bei den Abklingbecken Schritte gehört. Ja? Ich bin aber nicht so verrückt, dass ich nachschauen würde. Oh nein, nein, niemand ist so verrückt, dass er hier am Abblendlichtbecken nachschauen würde, ob es hier ein Monster gibt oder nicht. Außer ich. Moment. Zack! Okidoki. Irgendwie sah es gruseliger aus, das Monster, als das Licht noch aus war. Wenn man nur die gelben Augen sieht. Und dann kommt da plötzlich irgend so ein Ding, das Zahnschmerzen hat und Menschen töten will. Oh Mann. Ist man echt so drauf, wenn man eine Zahnspange hat? Hatte einer von euch eine? Ich hatte noch keine. Aber ich habe einfach so Spaß, mir Lust, irgendeine zu geben. Weil früher habe ich immer diese aus den Mappen, diese weißen Streifen in den Mappen, wo man das dann draufpackt, die habe ich mir in den Mund geschoben, habe getan, als hätte ich eine Zahnspange. Weil ich das cool fand, eine Zahnspange zu haben. Leck mich fett. Da wusste ich schon, hey, mit dir stimmt was nicht. Bam, 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 radioactive. Wo ist das Monster? Komm doch jetzt mal her. Wo ist das Monster? Mach die Tür jetzt auf. Yeah! Komm! Ah! Oh! Links, es ist da links. Ich hab's hinter mir gehört. Wir haben 3 Stück. 10 Stück müssen wir holen. Das schaffen wir nie im Leben. Okay, ganz easy, ganz easy, ganz easy. Ah, meine Fresse, Kowski! Das ist keine Zahnspange. Das ist irgendwie so. Oh nein. Oh nein. Ah, ah, ah.
Das schaffe ich nicht. Es ist weg. Es ist weg. Ich hab's weggeschrien. Geil. Tür öffnet. Okay. Und der zweite Versuch. Schön die Sprintleiste. Es ist hinter mir was. Da geht's nicht rein. Da brauche ich eine Karte. Ich will gar nicht gucken, was hinter mir ist. Doch, ich bin zu neugierig. Da ist gar nichts. Oh, mein Handy klingelt. Oh ja, Moment. Ja? Hallo? Ich bin hier gerade im All und kämpfe gegen Aliens. Ja, geht gerade schlecht. Ich glaube, ich habe mein Bein verloren. Da ist gar keiner dran. Warum legt mein Cousin immer auf, wenn er hier mich anruft? Verdammt, ich hoffe, er sieht das. Jetzt komme ich hier nicht mehr klar. Oh, Mann. Ah. Okay. Oh, oh. Oh, oh, danke. Oh, da kommt es. Da brauche ich eine Schlüsselkarte für. Warum ruft er an und sagt... Ach, Moment, hat er jetzt angerufen, weil wir raus müssen? Oh, wir müssen zum Spieletest. Ja, ich kann gerade nicht. Warte mal, da rufen wir jetzt mal meinen Cousin an, weil ich kann jetzt nicht. Ich muss die Menschheit retten, Mann. Oh, da war was. Oh, warte. Da. Hier. Oh, könntest du die linke Maustaste bitte drücken? Schatz, wir müssen die Welt retten, gemeinsam. Oh, hier links. Okay, danke. Okay, das kriegen wir hin. Tür öffnet. Jo, hey, sollen wir jetzt schon raus? Bisschen früher, ich bin gerade mitten in einer Aufnahme. Du bist auch in der Aufnahme zu sehen. Ja, er grüßt, ich bin gerade im Weltall und versuche vor Aliens zu flüchten, aber es ist okay. Ja, was treibst... Ja, nee, ich muss jetzt auch auflegen, weil... Gleich habe ich es geschafft, das Spiel. Und dann kommen wir gleich raus, ja? Okay? Ja, grüß deine Mama. Ja, man hat dich nicht gehört. Okay, bis dann. So. Ah, jetzt... Okay. Siehst du, zack, so spielt man heutzutage. Oh Gott, wo ist das Ding? Ich glaube, meine Kopfhörer sitzen ein bisschen schief. Oh Gott, wo ist der Knopf? Tür öffnet. Okay, gut. Versuchen wir wieder ins... Ich wollte noch duschen gehen, verdammt. Egal. Wo ist das Ding? Warum lebe ich noch? Wie habe ich das geschafft? Tür Hallo? Öffnet. Okay. Da passiert nichts. Ja, Freunde, dann mache ich jetzt erstmal einen kleinen Schnitt. Wir versuchen es nochmal in einem Spielchen. Das ist ja ganz gruselig eigentlich. Nur ein bisschen eintönig alles. Ich muss jetzt los, tut mir leid. Ich wollte euch aber noch ein kleines Video gönnen. Um 20 Uhr kommt noch Day One. Yo. Und dann machen wir das nochmal hier in Ruhe und Gemütlichkeit. Bis dann. Was ist los? Was ist los, Mann? Hier ist doch nichts. Tür öffnet. Ich frag dich schon. Bis gleich. Bis später.